Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. So Leute, wir haben jetzt den ersten Text seit dem neuen DLC und es gibt erstmal sowieso einen langen Tweet. Dann hat Xur ja eine komplette Überarbeitung bekommen, das Epperversum leider nicht, aber da schauen wir trotzdem mal rein. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar kurz bei der Zusammenfassung. Einmal, heute betreten wir den Weg in die Zukunft. Dann die Gewinner von dem Rennen von dem World's First Raid. Dann wird die Spitzenreiter-Exposition starten. Das ist ja die 12-Mann-Aktivität. Die wird dann jetzt diese Woche Dienstag starten. Also das ist wie ein Spitzenreiter. Also gleiche Schwierigkeit, denke ich mal. Und ich hoffe auch gleicher Loot. Aber halt damit mit 12 Leuten. Was zur Hölle? Dann wird noch der erste Akt von Echos vorgestellt. Dann Xur ist kein Nomade mehr. Dann wird nochmal das neue Schwert vorgestellt. Also der neue Typ, den man hat. Dann Prüfung von Osiris sind auch wieder da. Da gibt es auch eine kleine Änderung. Und dann noch ein neuer Beitrag von Cosplay Cosmodrom. Also einmal der Weg in die Zukunft. Hier wurde ja diesen Montag, also letzten Montag, der halt da war, wurde der Weg in die Zukunft gezeigt. Hier das 5-minütige Video und da geht es dann halt um die erste Season, was ja jetzt Episoden sind. Die erste, zweite, dritte. Danach halt noch Jahr 11, Codename Frontiers, also Grenzen. Da bin ich echt gespannt, was das ist und wann wir da halt auch die neuesten Informationen dann dazu bekommen. Dann herzlichen Glückwunsch an die Sieger des Rennens um den World First. Das hat ja dann ein Team geschafft, Rand der Erlösung als erstes Team weltweit abzuschließen im Contest-Modus. Die kriegen dann auch alle so einen Gürtel und die wurden halt noch interviewt. Aber das lese ich jetzt nicht vor, weil das würde jetzt viel zu lange dauern. Und dann hier Spitzenreiter-Exkursion oder Exkursion. Wer will? Und hier steht halt nochmal drin, dass das halt echt schwer wird, weil es ist halt eine Spitzenreiter-Herausforderung und dass die Prämien sich auf jeden Fall auch lohnen werden und dass das halt sozusagen dann ein Spitzenreiter ist, also ein Grandmaster, aber mit 12 Leuten, das wird so ein Chaos, auf jeden Fall. Dann gibt es noch den Launch-Trailer zu Echos und worum es halt geht, halt die Vex, dass sie irgendwie Nessus verändert haben, dass es irgendeine Identität gibt, die die Vex jetzt anführt. Und vor allen Dingen allgemein wird diese Episode wohl darauf ausgelegt sein, herauszufinden, was diese Echos sind, denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Und das ist halt auch in Akten unterteilt. Also es gibt halt Akt 1, 2 und 3 in dieser Episode. Und das sind halt dann immer wieder in 3 Wochen Abständen. Ja, mal gucken. Und dann Xur. Wo bist du? Wo steckst du? Xur wird jetzt nicht mehr random auf irgendwelchen Planeten spawnen, sondern der hat jetzt auf dem Turm festen Spot. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an, ganz klar. Und ich finde interessant, wie sie es gelöst haben und vor allen Dingen, dass er jetzt richtig viel Zeug hat. Und diese seltsamen Münzen kriegen wir jetzt nicht mehr bei den Mutproben der Ewigkeit, sondern halt in Vorhut, Schmelztiegel, Prüfung von Osiris, Eisenbanner, Gambit und Ansturmaktivitäten. Und da werden wir die jetzt ab sofort herkriegen. Aber das ganze Weitere gucken wir uns gleich erstmal live an. Dann wird hier nochmal der neue Typ von Schwert vorgestellt und zwar kriegt man da nämlich dann, wenn man Heavy Attack macht, macht man so ein Wellenform, wie mit einem Wellenform-Granatwerfer. Auf jeden Fall interessant. Und ab die Post in die Prüfung von Osiris. Hier wird jetzt nochmal erzählt, dass es jetzt auch hier eine neue Währung gibt, die Osiris-Chiffren und dass man auch jede Woche 4 davon aus der Makulus-Truhe erhält, wenn man den Pass der Ausdauer abgeschlossen hat. Okay, aber ich habe eh nicht so eine Ahnung, was bei Trials von Osiris da los ist. Dann haben wir hier noch Cosplay-Kosmodrom. Sieht echt cool aus. Und dann gibt es hier noch irgendwie eine Erinnerung oder ein Aufschrei, so hey, Rattenkönig, da haben wir jetzt einen Helm für jede Klasse im Everversum. Okay, hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass man halt von einer gewissen Zeit von da bis da den Raid abgeschlossen haben muss, wenn man das Wettkampfmodus-Abzeichen vom Raid haben wollte.
Und dann gibt es hier noch die Quest berufene Helden, verloren im Nicht und gefunden in der Dunkelheit, können nur einmal pro Konto abgeschlossen werden. Okay, dann gibt es noch Probleme mit der Quest Genesung. Und dann gibt es wohl irgendwie noch ein Problem, dass Leute, die in der Season von 20 bis 23 Waffen, die sie da freigeschaltet hatten, jetzt irgendwie nicht mehr craften können. Das ist auch nicht so cool. Und hier halt noch eine Prämie, wenn man den Rand der Erlösung gespielt hat. Vor dem 25. Juni, dann kann man da auch nochmal irgendwie eine extra Prämie sich sichern. Und dann kommen wir zu bekannte Probleme. Es sind sehr viele. Ich glaube, das reicht. Ja, wenn wir sehen, wie laut ich weinen kann. Ja, das hier ist auch nochmal halt Arzt of the Week, aber irgendwie fehlt hier die Überschrift so richtig. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, das war's soweit mit dem Tweet. Haben wir jetzt schnell überflogen. Wird ja immer so gemacht. Und dann gehen wir jetzt erstmal rein in Destiny und gucken ganz kurz über das Everversum. So, da sind wir im lieben Everversum. Fangen wir unten direkt mal mit der ersten Seite an. Hier haben wir den zappelnden Wurm. Dann haben wir Schuhe für den Hunter. Okay. Dann haben wir noch einen Pyramidenauftritt. Mhm. Und wir haben zwei Shader. Einmal haben wir königliche Behandlung. Okay, das sieht man natürlich jetzt auf dem Drip überhaupt nicht. Moment. So, jetzt sieht man es besser. Königliche Behandlung. Mit so einem blau-lila Schimmer auf jeden Fall. Sieht echt schön aus. Und wir haben noch Minimalismus. Ja, dann gehen wir mal rüber zur zweiten Seite. Hier haben wir ganz alltäglicher Tanz. Okay. Und dann haben wir noch die Geste, ein winziger Freund. Ja, schön. Dann haben wir hier diese Drachengeisthülle. Ist schon cool. Und dann haben wir hier noch einen Sparrow, der aber überhaupt nicht laden will. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Und wir haben ein Ornament für den Hunter, für das Exo, für die Erneuerungsgriffe. So, und für den Titan gibt es das Ornament für Herz des inneren Lichts. Das ist ja ein richtig geiles Ornament, weil das halt auch interagiert mit den Leuchteffekten, die auf den Shadern drauf sind. Das ist ein richtig geiles Ornament. Und für den Warlock gibt es hier ein Ornament für die Sekanten-Filamentschuhe, war das, glaube ich. Das sieht schon interessant aus. Hat was. Und noch ein Ornament für die Göttlichkeit. Und dann noch ein Ornament Schargeist-Projektion. Okay, dann haben wir einen Shader Druckstellenrötung. Sehr komischer Name. Dann Purpurabgrund. Ja. Dann Imperianischer Imperativ. Yes. Und Phasenwandel. Der ist neu. Und Teleporteffekte haben wir einmal Spiegelbildeffekt. Das ist der. Dann haben wir einmal ein Gambit. Ja, Teleport. Und Unterwerferauftritt. Okay, dann gehen wir jetzt direkt mal zu Xur, der jetzt immer hier auf dem Turm steht und zwar immer hier hinten in der Ecke, wo früher mal der Vagabund stand. Und hier gibt es sehr viel zu sehen erstmal. Erstmal können wir ihn leveln, indem wir halt Sachen bei ihm kaufen. Dann gibt es halt Prämien, wie halt auch bei allen anderen. Und was er jetzt auch ganz neu hat, sind Katalysatoren. Also wenn man die irgendwie noch nicht gedroppt hat oder halt eine Quest dafür noch nicht erledigt hat, kann man sich die hier kaufen. Wenn ihr die aber schon auf dem Account fertig habt, dann können die nicht mehr gekauft werden, soweit ich es richtig gesehen habe. Dann haben wir einmal die Glücksbeere für den Hunter. Ich finde die Stats sind ganz okay. Dann inneres Licht für den Titan. Ja, sehr viel Erholung auf jeden Fall. Und Nezareks Sünde. Da ist sehr viel Mobilität drauf. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Und warum auch immer bekommt man hier 3 in Gambit-Engramme. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier mehr seltsame Angebote. Hier gibt es einmal einen Gefallen der 9, wenn wir nämlich dieses Ding kaufen. Beziehungsweise wir müssen seltsame Münzen ausgeben. Das sind 47 Stück. Die müssen wir ausgeben. Allgemein. Und dann können wir uns diesen Buff kaufen. Der ist dann 10 Tage oder 11 Tage aktiv und erhöht halt die Chance, weitere seltsame Münzen zu bekommen, was ziemlich cool ist auf jeden Fall. Und man kann es auch stacken bis zu 3-mal und da das ja 11 Tage hält und Xur aber alle 7 Tage, also einmal in der Woche halt da ist, kann man sich das 3-mal kaufen und dann kann man das immer wieder hochstacken. Der Timer wird auch dann erneuert. Ja, und man kann sich dann zum Beispiel Sachen kaufen von den seltsamen Münzen, die man überall jetzt kriegt, wie zum Beispiel 5 Verbesserungsprismen. Und Verbesserungskerne und Glimmer. Und dann gibt es hier noch ein seltsames Geschenk. Da kann halt alles drin sein. Da sind meistens blaue oder lilane Sachen drin. Wie zum Beispiel ein Raid-Banner. Und noch ein Raid-Banner. Und was Blaues. Nochmal ein Raid-Banner. Und nochmal was Blaues. Juhu. Und dann haben wir noch das andere Ding. Und zwar seltsame Ausrüstung. Hier können wir auch wie gewohnt einmal ein exotisches Engramm kaufen.
Und wir haben hier die Falkenmond wieder dabei, dieses Mal mit beweglicher Zielscheibe. Dann hat er einmal die Scharlach dabei, die Borealis und die Darcy. Ja, dann legendäre Waffen. Hier hat er einmal auch spezifisch Waffen dabei. Das rollt halt auch jede Woche neu, so wie früher. Wo ich sagen muss, die Sniper auch, naja, das auch nicht, das... Ja, es ist nichts Tolles dabei, finde ich. Und vor allen Dingen, man kann jetzt hier was kaufen und dann droppt halt auch irgendwas, was er auch irgendwann mal im Angebot haben wird und hat vielleicht einen guten Roll dabei. So, und genauso wie bei der Rüstung, gucken wir mal. Das rollt halt auch jede Woche neu. Das sind verschiedene Sets, die es früher mal gab, die man jetzt nicht mehr kriegen kann. Deswegen ist es auch interessant. Und vor allen Dingen auch hohe Stats, wie das hier zum Beispiel, die Arme. Belastbarkeit hoch beim Hunter. Brust ist nicht so toll. Kopf auch nicht, Schuhe auch nicht. Aber wir können hier auch nochmal was kaufen. Und jetzt können wir ja einfach mal gucken, was ist das denn hier für ein Sniper? Auf jeden Fall kein hohes Level. Und die Trades da drauf sind jetzt auch nicht so toll. Jetzt die Frage, die Arme. Disziplin ist auf jeden Fall sehr hoch. Es ist aber 64. Ich würde unter 65 ja nie was nehmen, deswegen mache ich das jetzt mal weg. Aber ja, das sind halt so die Sachen, die daraus droppen können. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann gibt es auf jeden Fall noch ein Level-Up. Können wir einfach das hier bekommen. Danke, danke. Und was haben wir hier? Das sah gerade sehr seltsam aus, aber wir haben hier auch wieder einen Brustkorb bekommen, der nicht wirklich toll ist. 91. Das habe ich jetzt hier aus dem Level-Up-Ding bekommen. Das ist aber auch, glaube ich, eine... Ja, da steht auch 91. Das ist eher dann so ein mächtiges Ausrüstungsstück. Und jetzt kann ich mir das auch kaufen. Perfekt. Also, das ist so allgemein Xur. Und das, was er diese Woche dabei hat, habe ich ja gerade gesagt. Die Glücksbeere finde ich auf jeden Fall... ist ganz solide. Und die Hunter-Arm finde ich solide. Aber ich gehe jetzt nochmal rüber auf Titan und Warlock. Und dann wird er nochmal kurz geguckt, was die so haben. So, also für den Titan haben wir eine Rüstung. Arme sind nicht wirklich hoch. Brust ist auch nicht wirklich toll. Helm auch nicht. Aber die Beine wären für ein Melee-Bit zum Beispiel ganz okay. Könnte man noch durchgehen lassen auf jeden Fall. Dann noch schnell rüber zum Warlock. Also für den Warlock haben wir, ja, 65. Aber ist alles so gleich aufgeteilt, würde ich sagen. Das ist eher so, nee. Das ist eigentlich gut, aber es ist so viel Mobilität. Ach Mann, ey. Okay, der Helm ist auch nichts und die Beine auch nicht. Also wenn, dann würde ich noch... Da, ich weiß nicht, nee, die Mobilität ist so hoch. Aber halt so viel Disziplin ist halt schon sehr nett, muss ich sagen. So, dann geht es jetzt nochmal ganz kurz zu Ada. So, dann schauen wir mal, was sie so dabei hat. Hi, hi. Die Rüstungen sind leider immer noch schlecht. Das ist so schade. Wir haben ja auf jeden Fall einmal Geo... Typ 00, das ist ja dieser Mars-Shader von dem Eskalationsprotokoll, meine ich. Dann haben wir der verrückte Mönch, auch so ein bisschen mit Carbon auf den Metallsachen. Und Schicksal des Toten Orbits. Ja, ganz einfach, schwarz-weiß. Kann man nichts falsch machen mit. Ja, das war's dann jetzt erstmal mit dem ersten Text in Final Shape. Und wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Ich mache das ja hier wöchentlich. Einmal noch kurz ein Reminder, bevor halt... Weekly Reset ist, denn nicht jeder kann sich am Wochenende einloggen oder möchte sich einloggen. Deswegen, ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.